Okay, Leute, wir machen weiter bei Let's Play La Mulana. Ich habe euch gesagt, wir wollen uns eine neue Waffe holen und genau das habe ich jetzt vor. Ich habe leider noch nicht nachgeguckt, was das Buch der Toten kann. Vielleicht kann euch das einer der lieben anderen Zuschauer beantworten. Ich weiß es leider gerade echt nicht. Oder ihr wartet bis zum nächsten Part. Dann habe ich es nachgeholt mit dem... Nachholen, was? Dann habe ich es nachgeholt, ja genau. Ich wollte eine neue Waffe, richtig? Allerdings weiß ich den Weg dahin gerade nicht. Aber ich kenne einen anderen Weg, der vielleicht ganz interessant ist. Und zwar der hier. Nein. Null. Nein. Ja. Oh Gott. Hat das jetzt überhaupt einen Sinn hier? Okay, wenigstens sind es keine Shuriken mehr. Messer auch nicht. Wurfmesser? Nee. Gut, hier können wir offenbar nicht weiter. Das war Struck by Lightning. Nein. Falsch. Dumm. Also merke dreimal in der Folge falsch und dann einmal dumm. Es gibt hier aber etwas... Also es gibt hier noch eine ganze Menge zu holen. Was habe ich jetzt schon wieder gemacht für einen Scheiß? Zum Beispiel die da zu killen. Ach ja, eigentlich könnten wir auch von den Feen da Gebrauch machen, oder? Die Weiner-Sensation. Kommt! Mhm. Hä? Hat die einen Schlüssel? Moment, komm mal mit! Kannst du das aufmachen? Hier, los, mach auf! Kannst du oder nicht? Nein, kannst du nicht? Ah, komm mit! Verschwinde jetzt bloß nicht! Vielleicht habe ich doch noch eine Idee, was ich mit dir mache. Warum trägst du einen Schlüssel? Ihr seht es, es ist nicht die normale Fee von uns. Das ist eine Schlüsselfee. Ja, sonst hättet ihr schon lange gesehen, dass unsere Energie geheilt worden wäre. Vielleicht kannst du hier etwas machen. Wie sieht's aus? Hier vielleicht? Kannst du oder nicht? Da oben sollst du gegen... Okay, 6 Shuriken haben wir noch. Ich kann's versuchen. Ey, hallo. Ja, sauber. Ey, cool. Ey, wo sind wir denn hier? Okay. Ach, ja, alles klar. Okay, ihr wisst, wo wir sind. Ah, hier ist noch was. Okay. So. Okay, Fee ist weg, aber sie hat ihren Zweck erfüllt, würde ich meinen. If you want this power, risk thy life. Wenn du die Kraft möchtest, musst du dein Leben riskieren. Hä? Was zum... Aha, ich sehe es gerade. Seht ihr es auch? Okay. Fuck. Ich habe Angst, dass er... Da ist ein Stein. Den seht ihr ja auch, oder? Und fuck. Ah! Zieh doch noch mehr ab. Es ist gar kein Problem. Nein. Absolut nicht. Aber wir haben eine neue Waffe, wie angekündigt. Die Axt. Wow. Ja, ähnlich wie das Messer eben. Gerade eben im Moment. Ähnlich wie das Messer kann diese Waffe auch, oder wie die Peitsche, nach oben angreifen. Und es ist mir eigentlich ziemlich heikel gerade. Ich gehe mal eben speichern. Ja, nennt mich halt Schisser, aber dafür gibt es die Funktion. Leute, ich bin gleich wieder da. Okay, und weiter geht's. Zurück zum Tempel. Weil es da noch eine Sache gibt, die ich gerne machen würde. Und nein, das glaube ich klappt immer noch nicht. Schade. Ah, fuck. Ich muss das mit dem Doppelsprung noch ein wenig üben, glaube ich. Der liegt mir noch nicht so ganz. Hä, wieso zum Geier? Ich kann mich auch dumm anstellen. Aha, jetzt klappt's. Na, klasse. Jetzt, wo ich es nicht brauche. Ey, ich muss es echt noch üben. Das ist unglaublich. Eigentlich ist es, obwohl, wenn wir schon mal hier sind. Komm mit. Los. Da hinten ist ein Siegel. Das wir, haben wir das? Mal gerade schnell gucken. Nee, das haben wir noch nicht mal. Nee,
Schade. Ich dachte, wir kämen weiter. So, hier war kein Shop. Ich erinnere, in der Lava-Welt, da gab es noch eine ROM zu kaufen. Alter. Alter. Man kann auch Unglück haben. So, eine Sache hätte ich jetzt noch gerne. Und zwar erstmal hier. Und ich hoffe, man hört die Leertaste nicht die ganze Zeit in der Aufnahme. Das wäre schlecht. Aber durch diese Doppelsprünge wird uns einiges ermöglicht. Und zwar möchte ich hier hin. Und dann das und dann... Twinbee. Beim ersten Mal, glaube ich, stand da was. Und... ja, stand da halt was. Erwartet nicht mehr, mehr wollte ich nicht sagen. So, hier, glaube ich, müssen wir nicht hin. Haben wir den Grabstein unten gelesen? Alter, ey, wenn ich jetzt hier rausfalle... Also, ja, ja, genau, das hast du ja schon gesagt. Die Kammer des Anubis. Mhm. Aber stand das nicht hier? Was stand denn da? Naja, erklär mir die Pyramide. Gut, ich glaube, viel mehr können wir momentan auch nicht hier machen. Aber wir haben gut was bekommen, würde ich sagen, oder? Eigentlich schon. Doch, doch, doch. Was könnten wir machen? Lasst mich kurz überlegen. Ich glaube, das schaffen wir nicht. Das ist... Nee, ich glaube, hier können wir echt nicht mehr viel machen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ich glaube, wir sind da soweit durch. So, mal sehen. Vielleicht finden wir von hier irgendwo den Portal ins auf die Rückseite. Ja, ihr habt es gesehen. Hier, das hat sich verändert. Hier sind jetzt auch diese Seelengegner. Okay, du bist tot. Schön. Und ihr wollt sicherlich mal die Axt im Einsatz sehen. Axt im Walde. Oh, sauber. Ja, ihr seht's. Also, es schlägt ziemlich langsam und das, obwohl wir das... Was ist denn das? Gauntlet haben. Aber gut, vielleicht ist dafür sehr viel Durchschlagekräftiger. Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Was machen wir denn jetzt? Shuriken einsammeln. Spring in the Sky. Bahamut traue ich mir noch nicht zu. Aber was könnten wir sonst tun? Ja, wir könnten uns vielleicht dann doch nochmal hier umgucken. Auf dem Friedhof der Giganten. Alter. Ey, wisst ihr, was mich stört? Ich weiß, dass der Doppelsprung klappt und ich weiß, wie ich ihn hinkriege. Warum schotter ich? Nur er klappt halt nicht immer. Alter, boah, jetzt reicht's gleich. Ich flipp dich aus. So. Ah, jetzt können wir das Tablett da oben lesen. Das Tablett. Ja. Nein, können wir nicht, weil ich mich zu blöd anstelle beim Springen. Tut mir leid. Okay, doch nicht. So, was steht denn da geschrieben? The confusion is endless. The endless key is... Okay. Die Konfusion ist endlich. Der endlose Schlüssel liegt in der Konfusion. Sorry, da muss ich kurz husten. On top of the same word, ja. Wahrscheinlich ein Hinweis darauf, dass es einen Ausweg aus dem unendlichen Korridor gibt im Confusion Gate. So wird ich es jetzt deuten. Und ich meine, ich wäre gar nicht so falsch. Übrigens hätte ich noch eine Frage an euch. Derjenige, der mir geschrieben hat, das eine Silberschild, was ich da... gesehen habe in dem Shop, ist ein Fake. Ach, fick dich. Moment. Ach, fuck, ist falsch. Naja, schade. Was passiert, wenn ich das kaufe? Taucht das einfach nicht in meinem Inventar auf? Oder was genau geht da vor sich, von Schatten, von links? Ich glaube, da haben wir beim letzten Mal schon reingeguckt, ne? Wo ich gesagt habe, ich bin shopfreudig und hier gab es nichts außer dem Fake-Silberschild. Oh Gott! Mann, Saffe! So, ja, und ich bin schon wieder da reingefallen. Es ist so zum Kotzen. So, da hoch. Wieso laufe ich mit der Axt rum? Die ist total schlecht. Warum kenne ich dich nicht? Ich kann das. So, da hoch. Ach so, nee, da komme ich beim Shop raus und gebe keinen zurück, oder? Ja, na klar. Ja, wir könnten ins Confusion Gate natürlich gehen. Ich weiß nicht, von welcher Seite wir... da sonst hinkommen. Es gibt da sicherlich... Gibt es das? Gibt es das nicht? Wisst ihr was? Ich schaue mir erstmal an, was da drüben geschrieben steht. Ich glaube, den haben wir nämlich noch nicht gelesen. Wow. Und ich muss ein wenig Glück haben, was ich habe. Und jetzt... Mu is the name of the nameless one. Also Mu ist der Name des Namenlosen. The one who climbs to the sky. Derjenige, der die Lüfte ersteigt. So, was haben wir hier? Den Gralpunkt. Den hatten wir aber schon aktiviert, soweit ich weiß. Ja, ja. Genau. Das hatte ich nicht vor. Okay, vielleicht doch.
merkt euch das hier, The Tower of the Goddess, der Tempel der Gottheit. Hey, die Musik. Hä? Hä? Aha. Okay. Ausgang only, oder was sollte das jetzt heißen? Keine Ahnung. Okay, vielleicht kommen wir mit der... Ah, nein, auch nicht, okay. Aber es gibt dann doch noch etwas. Okay, scheiße. Vielleicht können wir uns da eine Abkürzung hin schaffen. Ich glaube, das... Ne, absolut nicht. Nö, nö, nö. Schade eigentlich. Ja gut, dann machen wir uns auf den Weg ins Confusion Gate. Spare ich euch den Weg oder müsst ihr mir jetzt dabei zugucken? Okay, ihr habt Glück. Da ich gerade eh nicht weiß, wie ich zum Confusion Gate komme, gehe ich speichern. Und dann sehen wir uns am Eingang vom Confusion Gate wieder. Leute, bis gleich. Schieb, 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 schieb. Ja, damit ihr seht, von wo ich den Dingsda-Bums betrete. Vom Friedhof der Giganten. So, so, so also. Schauen wir doch mal, ob der liebe Kollege, der mir da den Hinweis gegeben hat, mit dem Weg recht hatte. Mhm, und hier sind wir. Oh, fuck. Oh, ich habe was eingesammelt, keine Ahnung. So, und er hatte... Hatte er jetzt recht oder hatte er es nicht? Ja, er hatte recht. Naja, da muss man aber auch erstmal drauf kommen, oder? Seid mir ja nicht böse, wenn ich darauf nicht gekommen bin. Derjenige, der nur wartet, ist ein Trottel. You have done well in einer... Du hast dich gut angestellt in Verständnis. Are thou wise? Bist du nun weise oder ein Dummkopf? Nur deine Taten werden es dir verraten. Ich bete für dich, dass du derjenige bist, der weise ist. Sehr freundlich. Ja, ja, ja. Und hier gibt es, glaube ich, etwas. Gibt es hier etwas? Q-Bird. Eine Rom. Zu erkennen, eines der wenigen... Ja, eigentlich ist es das einzige Auge, was sich in diesem gesamten Areal nicht bewegt. Was? Hä? Was? Hey, Moment, wo bin ich? Stopp, was ist denn hier passiert? Hä? Okay. Alles klar? Okay. Cubit. Natürlich, da ist die Karte. Klar, wo auch sonst. Nein, geh weg. So, da hoch. Hä? Aha. Ja gut, ich wusste, dass ich da jetzt auf die Fresse krieg, aber... Moment, hä? Jetzt... Confusion Gate. Hätte es ein treffenderer Name sein können, ein treffenderer? Ein passenderer Name. So, was haben wir hier? Ah, Moment, bevor ich da lang gehe. Also ihr habt schon gemerkt, ja, ich kann hier mitunter durch die Wände gehen und werde an irgendwelche anderen Punkte teleportiert. Wie jetzt zum Beispiel gerade. So, was haben wir hier? Still, ich will das lesen. Fools will continue to be... Ja, Dummköpfe werden weitermachen und sind verloren. Ah, Moment, da unten. Okay, Moment, ich krieg das hin. Dafür brauche ich... Nur ein bisschen Zeit. Aha, wo sind wir denn jetzt? Das ist doch neu. Nein, sind wir so... No. Hä, was ist denn da mit dem LSD-Ding los? Hä, stopp. Okay, da ist schon mal nichts. Hä, wo bin ich? Ah! Ja. Okay. Okay, okay, okay. Soweit so gut. Ich hab's bisher verstanden, glaube ich. Nein, habe ich nicht. Hey, was passiert hier? Mein Gott, ich komme hier nicht zurecht. War das jetzt hier? Nee, ich hab total die Orientierung verloren. Ich habe keine Ahnung mehr, wo wir sind. So, Moment. So, da lang. Und jetzt da lang, oder? Nein. Okay, dann heißt es da lang. Jetzt sind wir da oben, okay. Wieso springen wir da nicht hoch? Oder springen wir... Ah. Aha. Okay, wir sind auf jeden Fall auf der einen Seite und... Okay, ich dachte, da würden wir irgendwo wegteleportiert werden. Wurden wir aber nicht. Und wo sind wir hier zum Geier gelandet? Mein Gott, ist das bescheuert. So, was steht denn da? Nichts. Okay.
Oh, da kann ich ja nicht durchs Wasser gehen, oder? Und da haben wir ein Skelett, wenn ich mich nicht täusche. Wer bist du? Aber trotzdem, gutes Zeitpunkt. Darf ich dich um einen Gefallen beten? Wenn du das nicht tun willst, dann geh einfach raus. Okay. So you see, the mischievous pixie. Ja, diese verspielte Fee hat meinen wertvollen oder meinen Schatz versteckt. Bevor sie verschwunden ist, hat sie mir diesen Pfeffer dagelassen und sang eine verdächtige Melodie oder ein verdächtiges Lied. Sechs Engeln. Whisper that the inviting guardian is Swallow the Treasure. Sechs Engel flüstern, dass der eingeladene, also Beschützer, Swallow the Treasure, how will you get it back? Ja, wie willst du es zurückkriegen? What will happen if you do it? Was wird passieren, wenn du so tust? If you get, wenn du den Schatz zurückbringst, werde ich dir 500 Münzen geben. Achoo! Looks like the pepper got in my nose. Ja, sieht so aus, als wenn der Pfeffer in meine Nase gelangt wäre. Hier, nimm den Pfeffer. Geh und finde meinen Schatz. Haben wir den Pfeffer denn? Ja, haben wir. Und wisst ihr, wo der Schatz ist? Nein? Dann lassen wir uns suchen. Aber dafür gehen wir erstmal hier hin. Wir sind Schatz- und Pfefferfinder. Und hoch und... Hatschi. Gesundheit, mein Herr. Da ist der Schatz. Treasure. Und zurück ins Confusion Gate. Wir gehen zum Giganten-Dingsbums. Und müssen nur gleich, ich sage ganz bewusst nur, den Weg wieder dahin finden. Stopp, nein, 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 ich wollte da eh runter. Oh Gott. Ja, aber ich glaube, es gibt, obwohl, das ist, ich glaube, es ist auch der einzige Bereich mit dem Eis hier. Ich wünsche es mir jedenfalls. Und euch. Weil dadurch viel Zeit gespart werden könnte. Tada! So, da hoch, dann da hoch. Und dann die killen. Ach Gott. Leute, ganz kurzer Schnitt. Ich bin gleich wieder da. So. Ich sag doch, da sind wir wieder. Und wenn ihr euch fragt, wie ich jetzt an diese Stelle da gekommen bin, einfach einen Raum zurück und wieder rein und zurück und was. Naja, egal. Es war jedenfalls nichts irgendwie Verstecktes oder so. Aber da ich nebenbei den anderen Part von Lamulana am Rendern war und dann mein Camtasia jedes Mal in den Vordergrund springt, dachte ich mir, den Anblick erspare ich euch. Ja, ja. Gut. Wir haben den Schatz. Ein Schatz! So, und machen uns auf den Weg zurück zu dem komischen Skelett. Warum braucht ein Skelett eigentlich einen Schatz? Bin ich mal befragen? Naja, egal. What? So. Was? Oh nein, ich finde den Weg schon wieder nicht. War das hier unten gegen? Ja. Ey, ach so. Ah, verstehe. War das jetzt... Moment. Hä? Moment. Jetzt habe ich... Also daran. Wo bin ich? Dann... Hä, wo bin ich denn jetzt? Hä? Hier war ich auch noch nicht. Moment. Hey, ich habe das doch eben gefunden. Ja, ja, okay. Wie auch immer ich da hingekommen bin, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Weil ich nur dieses Känguru kaputt machen will. Ey, Leute, guckt euch das mal an. Wie, was soll ich hier machen? Außer ausflippen. So. Lass mich dahin. Übrigens, das verstehe ich nicht, diesen Raum hier. Der ist so simpel. Da hätten sie auch die Stacheln oben weglassen können. Also wer hier noch nicht das Waterproof-Dings da hat und die Scale-Sphere, der ist so wie fehl am Platz, oder? Was ist das? Es ist alles voll with rule? Es ist alles durchnässt oder so? Du hast meinen wertvollen Schatz komplett mit Matsch und Slobber eingehüllt. Das ist, dieser Müll ist alles, was du kriegst. Jetzt geh raus aus meinem Sichtfeld quasi. Und was haben wir bekommen? Genau, einen Anker. Und wisst ihr, was der Anker kann? Das habt ihr gerade gesehen, oder? Ja, habt ihr. So ein Zufall, dass da unten ein Propeller ist, oder? Meint ihr, der Anker kann helfen? Ich denke schon. Das war knapp.
Und das war dumm. Okay. Das war... Na, war ja so klar. So, nehme ich einfach mit und dann ist gut. Nein, jetzt gehe ich bestimmt noch drauf, deswegen passt mal auf. Nein, doch nicht. Okay. Jawohl. Angst oder was? Okay. Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr! Ich glaube, das war dumm, oder? Du Trottel. Judging things only from what you see. Du urteilst nur nach dem, was du siehst. Wander das Labyrinth. Ich laufe durch dieses Labyrinth für immer. Warum? Hä? Moment. Hey, Moment, das verstehe ich nicht. Nee. Okay, also Fakt ist, wir sind hier nicht falsch. Kann ich mir nicht vorstellen. Das ist so dämlich hier. Ja, genau. Okay, wenigstens bist du weg. Was macht dieses Ding da? Ja, ich glaube, da komme ich nicht dran vorbei, oder? Vielleicht bin ich die Gegner. Moment. Nee, auch nicht. Also irgendwie müssen wir das Ding da langsamer kriegen. Aber ich weiß nicht wie. Aber ich glaube, hier sind wir gar nicht so falsch. Haben wir was vergessen? Hier muss es doch irgendwas geben, oder? Nein. Ihr Fool. Oder derjenige, der alles nur nach dem sieht, handelt, was er sieht, wird hier immer rumwandern. Ich komme da einfach nicht dran. Er schiebt mich. Ne, absolut nicht. Nein. Ich kann nichts machen. Wir haben zwar ein Item mehr, aber das bringt uns nichts. Obwohl, Moment. Vielleicht da lang? Auch nicht. Vielleicht habe ich eine Idee. Moment, ich versuch's. Nochmal. Hallo! Ne, absolut. Nein, klappt nicht. Nein, absolut nicht. Nein. Das ist aber blöd. Wie blöd. Aber wisst ihr was? Es gibt ja noch einen anderen Weg. Wir könnten ja mal links lang gehen. So, kommen wir wieder nach oben. Hoffe ich doch jedenfalls. Ach, muss ich jetzt echt warten, bis ich da an der Oberfläche bin? Okay. Es war vielleicht nicht so klug, oder? Gut, hier ist nichts. Okay. So, jetzt sind wir hier. Hier ist immer noch die Karte. Und ja, dann gibt es ja schon gar nicht mehr wirklich viel mehr Wege. Ist hier vielleicht was? Nee. Oh Gott, die habe ich nicht gesehen. Okay. Blöd übrigens, dass ich die... Hey, hallo. Mein Gott. Es ist so simpel, den auszuweichen. Ich weiß nicht, warum ich nicht schaffe. Okay, da haben wir irgendwas eingesammelt. Was war denn hier oben nochmal? Was war hier? Ach ja. Da kommen wir aber irgendwie nicht hin. Ja, ich wusste, dass das passiert, aber ich wollte es irgendwie nicht wahrhaben, dass es passiert. Ey, komm. Ich habe zu wenig Energie. Einfach, das ganz einfach. Zu wenig Energie. So, hier ist nichts. Cool. Ey, es muss... Ey, hallo! Okay, warte, ich hab eine Idee. Dadurch und mich treffen lassen. So, was haben wir hier? Was? Hey, wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin ein Fool. Ach, wie blöd, ey. Obwohl, vielleicht nicht so ganz. Jemand hat mir gesagt, vielleicht versuchst du das Ding da mal zu holen. Nee, die Chance ist nach wie vor vertan. Ich kann nichts machen hier. Ja, was soll ich machen? Was soll ich bloß machen? Ich bin verloren.
Ja, das, hier geht's nicht weiter. Hier geht's nicht weiter. Tja, was mache ich? Ich bin auf jeden Fall hier. Also ich glaube, es gibt hier schon noch was zu holen. Aber ich glaube einfach, dass ich da auch... Ich muss diese Plattform langsamer kriegen. Ach, Kacke. Naja, und speichern musste ich auch. Und ich bin ein Fool und... Ach Gott. Oh, die nehme ich mit, sonst bin ich ein richtiger Fool. Boah, wie elegant ausgewichen, oder? Mal ehrlich. So, du tot, du nicht. Okay, nochmal. Ich muss doch hier einfach durchkommen. Das klappt. Das klappt auch. Was ist, wenn ich jetzt nochmal nach links gehe? Ich meine, ich bin zwar an der gleichen Stelle, aber komme woanders raus. So, was ist, wenn ich von der linken Seite jetzt da reingehe? Geht das? Nein. Okay, jetzt bin ich da. Ich finde mich echt nicht zurecht. Das ist unglaublich. Das ist einfach unglaublich, ey. So, das ist klar. Das verstehe ich. Nochmal links komme ich nach oben. Ich möchte irgendwie... Dann komme ich da hin. Das bringt mir aber auch nicht viel. Also wenn ich jetzt nochmal da lang gehe, komme ich nach unten. Komme ich nach hier, genau. Okay, wenn ich dann nach rechts gehe, bin ich wieder hier. Dann bin ich wieder ein Fool. Nein! Okay. Das geht. Ja. Das hat keinen Sinn mehr. Ich bin zwar kurz davor, meine Energie wieder aufzuladen, aber ich weiß nicht, was ich machen soll. Leute, helft mir. Ich weiß nicht, wie lange der Part schon geht. Aber ich muss den leider hier beenden. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich könnte natürlich andere Areale erkunden, aber wer weiß. Ich glaube, wir sollten uns... Nein, das ist mir zu gefährlich. Wir sollten uns da erstmal komplett umgucken. Vielleicht sagst du noch was? Der Sonne... Oh Gott, nein. Die Sonne und der Mond, Pyramiden, sind zusammen verbunden. Inside both ist... ja, im Inneren ist jeweils das gleiche Rätsel. Ja, wie gesagt, Leute, helft mir. Ich bin auf euch angewiesen. Sagt mir, was ich machen soll und das werde ich im nächsten Part tun. Ich sage danke fürs Zugucken bei Lamulana und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüssi!